Auch wenn das hier vielleicht gerade so aussieht, als wären wir bei rund um den Kirchturm, so sind wir immer noch beim Giro d'Italia und zwar ganz genau gesagt auf der 5. Etappe von Modena nach Cattolica. Es geht also heute an die Adriaküste. Wir sind quasi in Rimini, der Heimat von Marco Pantani. Und diese Etappe über 177 Kilometer ist eine der flachsten Etappen bei diesem Giro. Stolze 200 Höhenmeter werden aufgeführt, es gibt keine Bergwertung, dafür aber zwei Sprintwertungen. Um 13.20 Uhr ging es dann los, 183 Rennfahrer sind noch immer am Rennen und nach der Regenschlacht von gestern schien heute auch endlich wieder die Sonne. Filippo Tajani und Umberto Marengo machten sich dann aus dem Staub, maximal 5 Minuten gab es für die beiden an Vorsprung und Alessandro De Marchi, der freute sich heute als neuer Träger des pinken Trikots über den Sonnenschein und die gute Laune. In Imola gab es dann den ersten Sprint, Tajani gewann vor Marengo und hinten im Feld, da stritten sich Gaviria, Viviani und Merlier noch um die weiteren Punkte. Und in genau dieser Reihenfolge kamen sie dann auch über die Linie gefahren. Die beiden Jungs an der Spitze hielten es nicht mehr allzu lange aus im Wind, sie wurden dann 107 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt und damit herrschte dann zunächst einmal Ruhe im großen Feld. Tatsächlich war diese neue Rennsituation etwas überraschend, denn wer hätte schon gedacht, dass die beiden nicht noch eine Weile länger vorne bleiben. Und erst 35 Kilometer später setzten sich dann Peugeot und Gaburo wieder von Androni und von Bardiani CSF als neues Duo an die Spitze. Knapp eine Minute konnten die beiden herausfahren. Sie holten sich auch die nächste Sprintwertung und 24 Kilometer vor dem Ziel, da versuchte es dann Alexis Goujard für das Team AG Dessert Citroën noch einmal nach vorne aufzuschließen. Das sollte er auch schaffen, 21 Kilometer vor dem Ziel, als man jetzt schon an der Adriaküste am Strand unterwegs war, formte er jetzt mit den beiden Italienern ein Trio an der Spitze. Das Finale war jetzt also eingeläutet und leider verlief das Ganze heute nicht ohne Stürze. Zunächst blieb Pavel Sivakov an einem Baum hängen, konnte das Rennen aber fortsetzen und 4,5 Kilometer vor dem Ziel dann dieser Sturz. Mit Landa und Dombrovski hatte es ordentlich gescheppert, auch ein Fahrer von AG Dessert Citroën war hier noch zu Fall gekommen. Dombrovski im Bergtrikot konnte das Rennen fortsetzen, aber bei Mikel Landa, da sah es nicht gut aus. 3,5 Kilometer vor dem Ziel dann werden die Ausreißer geholt und es geht mit einem geschlossenen Feld auf die Zielgerade. Alexander Krieger beschleunigt noch einmal für Tim Merlier im Maglia Ciclamino. Links kommt dann Kofidis für Viviani und rechts außen, da kommt der Europameister Giacomo Nizzolo mit richtig viel Schwung. Aber auch Caleb Ewan, The Pocket Rocket, ist hier noch mit dabei und dann kommt da auch schon der Zielstrich. Der Australier gewinnt diese Etappe und wir müssen uns das Ganze noch einmal von oben angucken, denn jetzt haben wir hier gerade nicht viel erkennen können. Links sehen wir schon Nizzolo und rechts zerstreiten sich Caleb Ewan, Tim Merlier und Peter Sagan um die Position. Merlier verliert dabei die Kette und Caleb Ewan, der kann hier noch einmal den Turbo zünden. Der ist wirklich der Schnellste heute, knallt an Nizzolo vorbei und für den Italiener ist es tatsächlich der 11. zweite Platz bei einer Giro-Etappe. Und für Caleb Ewan ist es der 4. Etappensieg, sein 49. Sieg als Profi. Also The Pocket Rocket hat hier wieder zugeschlagen. Einige Minuten nach dem Australier kommt dann das Team Bahrain Victorious, allerdings ohne Mikel Landa, über den Zielstrich gefahren. Und auch Joe Dombrovski geht hier zunächst einmal zum Arzt. Wir hoffen, dass er sich da nicht weiter verletzt hat und morgen wieder antreten kann. Aber so richtig gut sah das nicht aus. Alessandro De Marchi, der bleibt im rosanen Trikot. Er hat jetzt 42 Sekunden Vorsprung vor Verwake. Denn Dombrovski, der ja vor dieser Etappe auf Platz 2 in der Gesamtwertung lag, ist weit zurückgefallen. Und auch durch den Ausfall von Mikel Landa, der ja das Ziel gar nicht erst erreicht hat, hat sich dann etwas weiter hinten in der Gesamtwertung etwas bewegt. Landa war vor dieser Etappe 13. Dementsprechend rutschen jetzt alle ab Ryan Taramé einen Platz nach vorne. Morgen geht der ganze Wahnsinn weiter. Wir sind dann schon auf Etappe Nummer 6, also schon fast eine Woche haben wir dann in den Büchern. Und es sind noch einmal 160 Kilometer mit 3400 Höhenmetern und vor allem mit der nächsten Bergankunft. Wir fahren nach San Giacomo, so nennt sich dieser Schlussanstieg. Und da geht es die letzten 10 Kilometer mit 5,6% im Schnitt nach oben. Und die letzten 5 haben sogar einen Schnitt von 7,6%. Soweit also die Zahlen und die Statistik. Wir drücken jetzt allen gestürzten Rennfahrern die Daumen, dass sie möglichst schnell wieder gesund werden. Heute durften die Sprinter ran, morgen sehen wir wieder die Jungs im Kampf um die Gesamtwertung. Wir holen jetzt erst einmal Luft und sagen Tschüss, Ciao und Arrivederci hier vom 104. Giro d'Italia.